Der Top-Tag wird Ihnen präsentiert vom Festsaal im Hotel Banana City Winterthur. Die geeignete Location für Ihren Traumtag, aber auch für Geburtstag und Events. Im November steht die Gesundheit der Männer im Zentrum. Man hört es immer wieder, der sogenannte Movember. Wir reden heute über Männerkrebs. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum Top-Tag. Und das machen wir mit Paul Mumenthaler. Er war selber betroffen von der Diagnose Prostatakrebs. Er erzählt uns, wie das war, wo die Diagnose kam und vor allem auch, wie es ihm heute geht. Dann sind behandelnde Arzt, der Urolog und Diplomarzt Daniel Emmerich. Herzlich willkommen bei uns. Dann ebenfalls in der Runde Frau Dr. Silvia Baumann-Kurer, eine erfahrene Medizinerin, wenn es Tumor- und Bluterkrankungen geht. Herzlich willkommen. Und der Lars-Uwe Lahoda, Facharzt für Chirurgie und plastische rekonstruktive Chirurgie. Was das für einen Zusammenhang hat, auch zum Beispiel bei Prostata-Operationen, das werden wir später erfahren. Ebenfalls ganz herzlich willkommen. Ich möchte bei Ihnen anfangen, Herr Mumenthaler. Rund 6'000 Männer erkranken jährlich an Prostatakrebs. Wie ist das für Sie, wo Sie die Diagnosen bekommen haben? Es war nicht gerade der Weltuntergang, aber es ist doch noch recht eingefahren, weil ich ja auch vorbelastet war. Mein Vater ist an Prostatakrebs gestorben. Und ich habe im Jahr 2011 den ersten urologischen Untersuch gehabt. Und mein Krankheitsbild war eigentlich recht gut dort. Und eben 6 Jahre später kam dann die Diagnose. Und bis dahin hatte ich doch eine lange Zeit, mich mit Prostata zu befassen, obwohl ich das eigentlich auch vorher schon gemacht habe. Ich bin mit 52 bin ich zum Urolog gegangen und ich habe... Also vorsorglich oder wegen Beschwerden? Eigentlich Beschwerden, nicht gross, aber einfach ein bisschen ein Handicap. Ich bin ein bisschen vermehrt aufs WC gegangen, zur Nacht einmal ein bisschen mehr oder weniger aufgestanden, 1 bis 2 Mal. Beschwerden hatte ich aber keine. Mhm. Aber logischerweise ist man ja dann, von der Belastung her, ist dann mein Vater natürlich mir wieder in den Sinn gekommen. Und das hat mich natürlich dann dazu bewogen, dass ich jetzt gleich zum Urolog gehe. Von der Beschwerde her wäre es nicht nötig gewesen, aber von den Symptomen her ist es sicher nötig gewesen. Und ich sage jetzt einmal, ich hätte eigentlich schon mit 45 in Seelen gehen, wenn ich eher ein bisschen mehr Sicherheit hätte einbauen wollen. Wenn ich jetzt das so höre, ist aber nicht in jedem Fall, wenn jetzt jemand mal zur Nacht mit einer vollen Blase verwacht, gerade Alarmzeichen für Prostatakrebs, oder? Nein, auf keinen Fall. Prostatakrebs macht in der Regel keine Beschwerden. Und das ist ein bisschen das Problem. Wenn er Beschwerden macht, dann ist es häufig schon ein lokal eher fortgeschrittener Befund. Mhm. Was sind denn typische Beschwerden? Also auf was muss man achten, wenn man welche Symptome hat? Also generell Beschwerden können sein, eben häufiges Wasserlösen, manchmal auch Blut im Urin. Darf ich fragen, häufiges Wasserlösen, was heisst das genau? Ich meine, wenn jemand einen Haufen Wasser trinkt oder vielleicht am Abend 2, 3 Bier trinkt, dann kann es ja auch sein, dass es einfach treibt, weil es normal ist. Was verstehen Sie unter normal oder nicht normal? Das ist schon richtig, das ist abhängig von der Einfuhr. Aber generell, wenn man häufiger als alle 2 Stunden auf Toilette geht, bei normaler Trinkzufuhr und auch nachts häufiger aufstehen muss, dann ist das schon auffällig. Und vor allem, wenn es im Alltag einen stört, wenn es anfängt, Stress zu verursachen. Und gibt es dann irgendwie Schmerzen? Oder ist es einfach so, dass man das Gefühl hat, man müsse permanent aufs Häuschen? Oder wie ist das genau? Wie war das zum Beispiel bei Ihnen? Also ich hatte 0 Beschwerden, ich hatte keine Schmerzen. Es ist einfach ein bisschen lästig geworden, dass ich vermehrt habe aufs WC, bin mich da eigentlich nicht so gewöhnt, weil ich hatte Tendenz sowieso zu wenig zu trinken und als ich dann mehr oder weniger eigentlich mit der Frau aufs WC gegangen bin, habe ich gemerkt, jetzt gehe ich vermehrt aufs WC. Aber vor allem die Nacht, das hat mich schon gestört. Die Nacht 1 bis 2 Mal aufstehen, nicht jeden Tag, aber einfach, das ist, als ich noch ein paar Jahre jünger war, bin, ist das nicht der Fall gewesen. Und das ist schon die Tendenz, dass ich eine vergrößerte Prostata habe.
Aber wie der Herr Doktor gesagt hat, war es für mich auch nicht so gewesen, dass ich jetzt mit der Idee gegangen bin, dass ich schon Krebs habe. Mhm. Aber klar wollte ich mich einfach untersuchen lassen und wollte das Bestimmtheit wissen, die Wertmessungen. Und ich wusste, jetzt komme ich dann logischerweise in eine Rolle rein, wo ich dann auch das weiterhin tun, beim Arzt beobachten lasse. Er hat ein bisschen gesagt, Prostata-Beschwerden. Ja, ab wann ist es wirklich etwas, das gefährlich ist? Und ab wann ist es vielleicht auch altersbedingt, dass man mit der Prostata allgemein Probleme bekommt? Können Sie uns das sagen, Frau Baumann? Ich kann sicher mal meine Meinung dazu sagen. Ich glaube, primär ist es eher der Urolog, der vielleicht noch etwas grössere Erfahrung hat. Aber jede zu grosse Prostata macht einem Mann irgendwann Beschwerden. Dass er muss warten muss, bis der Strahl kommt, dass er muss aufstehen muss, dass er nur noch kleine Portionen aufs Mal lösen tut. Und das ist auch etwas, das bei jedem Mann irgendwann kommt. Beim einen ein bisschen früher, beim anderen ein bisschen später. Und ich denke, sich melden beim Doktor, das sollte man in erster Linie dann, wie er jetzt, wenn es einem stört. Oder eben, wenn man zum Beispiel ein Familienangehöriges hat, das ist beim Herrn Mummerbauer so, ja auch gehört, der Fall. Ja. Genau. Oder wenn man generell einfach mal einen Check will und mal schauen, wo stehe ich mit meiner Prostata. Mhm. Sie sind Onkologin und haben viel mit Krebserkrankungen zu tun. Man hört immer wieder, genetisch bedingt. Also wenn jemand in der Familie schon mal Krebs hat, ist dann tatsächlich Gefahr höher? Es ist so, dass wir nicht in dem Sinn ein Prostatakrebs-Gen kennen. Nein, ich meine jetzt generell, ja. Genau wie beim Brustkrebs. Mhm. Aber wenn Sie natürlich ein Familienangehöriges, sprich einen Vater oder einen Grossvater, haben, dann steigt Ihr Risiko, je nachdem, ob nur jemand oder mehrere in der Linie, ja, 2 bis 3 bis 4 bis 5 Mal. Wenn wir schon eine Frau in der Runde haben, mir fällt einfach auf, dass Männer viel weniger über solche Themen, über Gesundheitsthemen und schon gar nicht über Prostataprobleme reden oder wollen reden. Bei den Frauen ist das ein bisschen anders. Man kennt das vor allem vom Brust selber abtasten und ja, von diesen Tagen, die es auch schon seit längerer Zeit bei Brustkrebs gibt. Haben Sie eine Erklärung, warum das so unterschiedlich gehandhabt wird von Männern und Frauen? Ich denke, einerseits hat sicher auch mit der Situation von Mann und Frau in der Gesellschaft, mit der Psyche, mit unserer ganzen geschichtlichen Entwicklung, auch dass wir Kinder bekommen, schon wegen dem zum Gynäkologen gehen, dass wir sehr viel früher sensibilisiert worden sind wegen Gebärmutterhalskrebs, wegen Gebärmutterkörperkrebs und in den letzten Jahren zunehmend auch wegen Brustkrebs. Und ich glaube, wir Frauen sind einfach generell dadurch ein bisschen offener und tauschen mit Freundinnen ja auch vielleicht gewisse Intimitäten einfacher aus als Männer. Mhm. Sind denn erfahrungsgemäss kommen mehr Männer oder Frauen in ihre Praxis? Tendenzmässig vielleicht schon ein bisschen mehr Frauen. Mhm. Ich habe immer den Eindruck, der Mann wartet bis auf den allerletzten Drücker, wenn es dann gar nicht mehr geht und wenn er irgendwie wirklich so Beschwerden hat, dass er ja, dass ihm wirklich wehtut, dass er erst dann geht. Ist das vielleicht ein bisschen der Unterschied zwischen Mann und Frau? Das kann ein Unterschied sein, ja. Und ich denke, dass halt viele Frauen gerade mit Brustkrebs und so oder Eierstockkrebs auch gerne zu einer Frau gehen. Dass ich denke, das spielt vielleicht auch, vielleicht können Sie zu dem nachher noch etwas sagen, Männer eher zum Urolog und vielleicht auch nicht primär zu einer Urologin, wobei es gibt immer mehr Urologinnen. Also ich denke, da ist so eine gewisse Affinität. Hätten Sie sich auch wohl gefühlt bei einer Urologin oder ist für Sie klar gewesen, das muss ein Mann machen? Das war für mich überhaupt gar kein Thema gewesen. Und das weiss man ja meistens nicht von vornherein, weil es steht einfach Dr. Med und dann empfängt man. Ja gut, anhand vom Vornamen würden Sie vielleicht ja noch herausfinden. Ja, die stehen ja meistens nicht. Aber das war für mich jetzt kein Handicap gewesen. Wie es aber jetzt auch gerade, kann jetzt gerade, wie Sie so tönt haben von meiner Frau, sie hat auch ein Frauenarzt kam, mal eine Frau und mal ein Mann, und hatte eigentlich auch kein Problem mit dem. Oder? Keine Rolle gespielt. Aber ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass es ein Hemmnis kann sein kann, dass wenn natürlich eine Frau dann wirklich die Urologrolle hat, dass ein Mann dann weniger geht. Aber dann kann er sich ja auch einen Mann suchen. Schlussendlich ist ja wichtig, dass man einfach geht. Oder? Freie Arztwahl. Und das ist natürlich dann auch wieder vom Charakter her
ist da wirklich jeder Einzelne anders. Mhm. Der Herr Lahoda ist plastischer Chirurg. Jetzt, wenn man an Prostata und an eine Prostataoperation denkt, denkt man sicher nicht in erster Linie an einen plastischen Chirurg. Was hat das für einen Zusammenhang? Ja, das ist, dass unser Fachgebiet eigentlich das Ziel hat, Form und Funktion wiederherzustellen. Also das ist also der plastisch-rekonstruktive Teil. Und da geht es zum Beispiel darum, dass es, wenn es Komplikationen gibt oder Bestrahlungen gibt, dass man da eingreifen kann, wenn Gewebe kaputt geht. Oder was sehr einschneidend ist, wenn es zu einer erektilen Dysfunktion kommt, mhm, und zum Beispiel ein Nerv geopfert werden muss und das Ergebnis eigentlich ein sehr niederschmetterndes Ergebnis dann ist, dann kann man trotzdem in einzelnen Fällen den Nerv wiederherstellen oder sogar transplantieren und ersetzen. Sie Ihrer Erfahrung kommt das öfter vor? Selten. Also die Behandlung und eben die Behandlung der Urologie ist diesbezüglich sehr, sehr weit fortgeschritten, sehr, sehr spezifisch, mhm, sehr, sehr gewebeschonend und trotzdem heilend, kurativ angelegt, sodass diese Sachen sicher nicht in jedem Fall nötig sind, aber es gibt die Möglichkeit dafür. Und es ist eben eine Möglichkeit der plastischen Chirurgie. Und wir sind, wenn ich das noch ergänzen darf, wegen der Kultur und gehen die Männer oder mehr Frauen als die Männer. Das ist so ein bisschen der Kulturhintergrund. Ich war zeitlang in Skandinavien, das ist überhaupt keine Diskussion. Also mhm, da gibt es diesen Unterschied Mann, Frau und wer konsultiert und wie bespricht man sich eigentlich nicht. Jetzt habe ich vorhin bei der Frau Baumann ein bisschen nachgefragt, dass ja die Männer ein bisschen weniger über die Themen reden. Das, mhm, ist sicher auch in der plastischen Chirurgie ein bisschen so, dass eher Frauen den Weg zum plastischen Chirurg suchen. Oder hat sich das in letzter Zeit auch verändert, dass immer mehr Männer kommen? Ja. Jetzt losgelöst von der Prostataoperation. Genau. Genau. Ich verstehe schon. Ja, es war bis jetzt die klassische Domäne, dass die Frauen der Schönheit folgend quasi zum plastischen Chirurgen gegangen sind. Aber eben dieser Teil der plastisch-rekonstruktiven Chirurgie, mhm, ist ja davon unabhängig. Und das Zweite ist, dass im Moment sehr, sehr große Wachstumszahlen gerade bei Männern sind. Also es scheint ein bisschen ein Paradigmenwechsel zu sein und es scheinen immer mehr und mehr Männer offensichtlich offen zu stehen und sich zu interessieren und dem Ganzen sehr, sehr offen und interessiert gegenüberzustehen. Ich würde mich jetzt gleich noch wundern, was, ja, sind denn die Wünsche, die meisten Wünsche der Männer? Sie meinen zur Korrektur oder zur, ja, Herstellung? Ja, ja. Nicht unbedingt rekonstruktiv, sondern rekonstruktiv, so allgemein. Das Allgemeine, was am meisten gefragt wird, was offensichtlich einen Mann im Kulturkreis stört, sind hängende Oberlider. Mhm. Und gleich danach kommt schon so das bisschen Fett am Bauch, die Möglichkeiten. Und was bei Männern eigentlich das Einzige ist, was Frauen überhaupt nicht fragen, sind Haartransplantationen. Das heißt also, mhm, man legt sehr viel Wert auf das Haupthaar und den Kopf und dann gibt es halt die Männer zu sehr, sehr hohen Prozentsatz und Frauen so gut wie nie. Das sind Erkrankungen bei der Frau, aber beim Mann ist es die Genetik. Ja, und solche Sachen spielen dann auch eine Rolle. Das muss man sagen, Herr Mumenthaler, Sie haben den Herr Lahoda nicht gebraucht in Ihrem Fall. Darf ich fragen, wie es denn Ihnen heute geht? Mir geht es heute gut und ich glaube auch nicht, dass ich ihn sehr wahrscheinlich aufgesucht hätte. Ich habe mich abgefunden mit den Beschwerden oder Nachfolge. Ich sage jetzt mal Schäden, wo das gegeben hätte, mhm, nach der Operation. Aber ich bin eigentlich topfit und ich habe ein normales Sexualleben. Ich habe Potenz, ich habe eine Erektion. Von dem her ist es auch super glücklich gelaufen. Der Operateur hat also genial geschafft, darf man also sagen. Das ist ein Kompliment der Urologik. Und das ist ja sehr wichtig. Aber schlussendlich gibt es ja auch noch Medikamente, die man kann auch noch als erstes nehmen, bevor dass man dann in die Chirurgie gehen müsste. Aber das sind natürlich Individualitäten vom Sexleben, die man hat in der Familie. Und das, logischerweise braucht es immer den Partner auch dazu. Und von dem her ist es optimal jetzt. Was hat denn das in Ihrer Partnerschaft ausgelöst, dass Sie eines Abends heimgekommen sind und gesagt haben, ich habe jetzt die Diagnose Prostatakrebs? Wie war das? Haben Sie von Anfang an die Frau gerade mit involviert oder auch die ganze Familie, den Bekanntenkreis mit involviert? Haben Sie darüber geredet oder wie war das für Sie? Ja, also wir haben offen über das geredet. Meine Familie hat gewusst, wo ich also nach der ersten urologischen Untersuchung, dass ich jetzt da in dem Kreislauf bin. Und ich habe sie auch fortlaufend informiert über die verschiedenen Diagnosen, die stattgefunden haben. Und logischerweise nach der ersten Biopsie und nach der zweiten und nach der dritten, wo dann Bestätigung kam, ist von dem Prostatakarzinom, mhm, dass das da ist und auch Emery das bestätigt hat, habe ich das natürlich der Frau dann mitteilt. Mhm. Und sie ist sicher auch erschrocken, aber wir haben ja gerechnet, dass es immer ein schlechter wird und das ist im Zwischenverlauf auch so, hat man das gesehen. Und es war aber nicht so ein Schock gewesen, dass eine Welt zusammengefallen ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Und dann haben wir natürlich die Familie zusammengenommen, haben das dann übermittelt
Und es ist eigentlich recht gut gegangen. Auch die Mutter, die 84 ist, die ja ihren Partner gestorben ist, hat das eigentlich auch noch gut aufgenommen. Und von dem her gesehen, haben wir das auch im Familienrat noch besprochen. Ich habe auch nie eine zweite Meinung eingeholt. Das ist mir auch empfohlen worden. Finde ich auch toll von den Ärzten, dass das ja eigentlich angeboten wird. Meine zweite Meinung war der Familienrat. Und wir haben das so noch besprochen und haben uns entschieden für eine radikale Operation. Das Krankheitsbild hat es zugelassen, dass ich da zuversichtlich war mit dem Ärzteteam, das mich immer betreut hat und informiert hat. Ist das eigentlich auch in der Familie dann eigentlich auch immer zur Sprache gekommen, dass die auch gemerkt haben, dass ich gut aufgehoben bin. Das Vertrauen Arzt-Patient ist aber, glaube ich, schon eine wichtige Sache in dem ganzen Prozess. Oder? Genau, das ist eigentlich eines vom Wichtigsten, weil man kann recht in die Mühle kommen mit diesen Medienberichten und vor allem das Internet steckt voller schrecklicher Tatsachen. Mhm. Das habe ich aber auch gleich noch durchforscht. Herr Emmerich hat mir eigentlich abgeraten, ich müsste dort nicht zu viel stöbern. Aber man macht es halt dann gleich. Und ich hatte ihm natürlich einen guten Partner, wenn man es so sagen will. Und das ganze Vertrauen überhaupt ins ganze Team. Ich habe ja seinen Vorgänger, den Dr. Sauter, der mich als erster dort mal eigentlich untersucht hat, war dann schlussendlich mein Operateur gewesen, und er hat ja auch assistiert. Und ich hatte immer Vertrauen gehabt, weil sie haben das auch miteinander noch besprochen, nicht nur einzeln. Und was mir halt am meisten passt, ist, er hat mich wirklich über alle Therapien mit Vor- und Nachteilen aufgeklärt. Und ich konnte das auch immer wieder kontrollieren im Nachhinein mit meinen Berichten, die ich dann verglichen habe. Und es ist nie etwas aufgedrängt worden. Und trotzdem, wenn ich unsicher war, habe ich Unterstützung bekommen. Das ist wirklich optimal gewesen. Ich möchte nachher noch schnell über die verschiedenen Behandlungsmethoden nachfragen. Trotzdem, was da noch schnell so ein bisschen gekommen ist, ist Dr. Google fragen. Das ist so ein bisschen in unserer Neuzeit ja der Klassiker. Man hat irgendwo noch in einem Ziehen, geht das eingeben und dann liest man dort die abenteuerlichsten Sachen und die meisten haben dann gerade das Gefühl, sie haben irgendwo einen Tumor. Ist Ihre Arbeit, Frau Baumann, schwieriger geworden, seit jeder mehr oder weniger am Internet eine Selbstdiagnose machen kann? Also ich glaube, Selbstdiagnose ist nach wie vor ein bisschen übertrieben, aber natürlich ist es nicht einfach. Ich sage immer den Leuten, wenn sie gehen lesen, dann tun sie das, was ihnen nicht klar ist, aufschreiben, fragen sie mich. Nicht alles, was sie lesen, trifft auf sie selber zu. Jeder Mensch ist anders, jede Krankheit ist anders. Weil es ist schon, wie der Herr Mumenthaler gesagt hat, man liest unendlich viele Sachen, die gar nicht auf einem selber zutreffen. Und trotzdem, dann mehr verwirren genau, am Schluss, oder? Genau. Ist das auch ein bisschen in Ihrem Bereich so? Je mehr ich sage einmal, Promis in der Welt irgendetwas machen lassen haben, je eher hat jeder das Gefühl, er müsse jetzt. Ja, genau. Also es ist sicherlich mehr, es ist deutlich mehr. Aber im Grunde ist unser Fach eine Individualisierung. Das heißt, auch die Behandlung ist ja zugeschnitten auf eine einzelne Person. Und diese Person ist nicht vergleichbar mit jemand anderem. Natürlich gibt es Trends. Aber insgesamt ist es so, ich komme aus der Tumorchirurgie und dann ist es sehr individuell und die Leute gehen unterschiedlich damit um, haben unterschiedliche Erwartungen, wollen wieder unterschiedliche Dinge zurückbekommen in der Funktion und in der Form. Und auf das wird die Behandlung dann abgestimmt. Wir haben vorhin gehört, dass er erfolgreich operiert worden ist, Herr Emmerich. Was gibt es für Behandlungsmethoden bei Prostatakrebs? Man muss einfach mal unterscheiden. Es ist immer abhängig davon, in welchem Stadium man den Prostatakrebs diagnostiziert. Herr Mumenthaler hatte das Glück, dass er einen lokal begrenzten Tumor hatte, in einem sehr, sag mal, in einem Anfangsstadium. Und grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen der sogenannten aktiven Überwachung. Das ist nicht, dass man nichts tut, sondern man überwacht den Patienten regelmäßig, in regelmäßigen Abständen und schaut auch aktiv nach. Das heißt, man macht Wiederholungsbiopsien. Und diese Art der Behandlung bzw. Überwachung kann man aber nur machen in einem Niedrigrisiko, in einer Niedrigrisikosituation. Wenn der Patient einen eher fortgeschritteneren Tumor hat, würde man behandeln, zur Behandlung raten. Und da gibt es entweder grob gesagt die operative Behandlung, das heißt, die Prostata muss raus, oder man kann bestrahlen. Mhm. Und wir haben uns bei ihm zugunsten der radikalen Prostatektomie
entschieden. Und auch da gibt es natürlich unterschiedliche Operationstechniken. Grundsätzlich ist heutzutage der Trend, dass man den Eingriff minimalinvasiv endoskopisch durchführt. Und auch bei ihm haben wir den Eingriff mit Hilfe vom Operationsroboter mit dem Da Vinci-System durchgeführt. Wie es eigentlich schweizweit, muss man sagen, mittlerweile doch sich schon durchgesetzt hat. Bestrahlung ist angesprochen worden. Das ist auch etwas, was vielen Menschen gerade sofort Angst macht. Aber auch da gibt es ja verschiedene Arten von Bestrahlungen. Wie ist das so aus Ihrer Erfahrung, Ihrer Praxis, wenn Leute hören, dass sie bestrahlt werden? Es kommt sehr darauf an, in welcher Situation die Leute sind. In der Situation, in der Herr Mumenthaler entscheiden musste, ob er bestrahlen oder operieren will, bin ich in dem Sinn als Onkologin gar noch nicht involviert. Mhm. Und das wäre ja eine Bestrahlung, die auf eine Heilung hätte hinzielen sollen. Ich aber bei meinen Patienten, wenn ich dann als Onkologin oder Tumorspezialistin komme, wir müssen ja meistens dann auch Ableger mitbehandeln. Und bei uns sind Bestrahlungen häufig vielleicht zum Schmerzenlindern vom Patienten, gehen vielleicht auch nicht so lange, wie beim Herrn Mumenthaler das gegangen wäre. Und haben auch nicht so hohe Dosen, sodass die Nebenwirkungen ein bisschen anders sind. Und meine Erfahrung ist eigentlich nicht schlecht, wenn man mit den Leuten über Bestrahlungsmöglichkeiten redet. Es ist aber selbstverständlich so, wenn Sie mit einer Bestrahlung jemanden heilen oder einen Tumor wegbringen möchten, dann kommen natürlich in diesen hohen Dosen schon Nebenwirkungen zum Zug, wo man offen muss mit dem Patienten reden muss, genauso wie er das gemacht hat, über die möglichen Nebenwirkungen. Ja, ja. Also ganz konkret, auch nach einer Radiotherapie konnte es zu einer Inkontinenz kommen, also dass man die Pampers anlegen müsste oder sogar einen Durkatheter tragen oder dass der Sexualverkehr behindert wäre. Das hätte es alles nach einer Radiotherapie auch geben können. Kann man dann eigentlich präventiv, Entschuldigung, ich komme nachher noch mal zu Ihnen, kann man präventiv etwas machen? Ich verschaue ein bisschen die Runde. Grundsätzlich ja und nein. Also, es gibt tatsächlich keine eindeutigen Empfehlungen zur Prävention, weil es einfach ein multifaktorielles Problem ist, der Prostatakrebs. Aber grundsätzlich empfiehlt man natürlich eine vernünftige Lebensweise. Der Lifestyle spielt schon eine große Rolle. Das zeigen auch zum Beispiel so epidemiologische Untersuchungen. Man weiß, dass es im asiatischen Raum viel weniger Prostatakarzinome gibt. Und Asiaten, die nach Amerika ausgewandert sind, haben nach einer oder zwei Generationen Aufenthalt in den USA fast schon die gleiche Inzidenz, also die Wahrscheinlichkeit, einen Prostatakrebs zu bekommen, wie ein Amerikaner. Mhm. Und das wiederum spricht dafür, dass es doch Umweltfaktoren gibt, die Prostatakrebs begünstigen können. Nicht so geredet haben wir jetzt über den Hodenkrebs. Dort ist, glaube ich, in erster Linie ein abtastendes Thema, wenn man merkt, es ist etwas nicht mehr so, wie man sich gewöhnt ist, dass man dann einen Arzt aufsuchen müsste. Oder vielleicht ganz kurz noch schnell etwas zu dem Thema. Richtig, Hodenkrebs ist eigentlich typischerweise eine Erkrankung des jungen Mannes. Mhm. Und zwischen 18 und 25. Und es gibt eine Spitze ab 40 nochmal. An und für sich empfiehlt man das regelmäßige Abtasten des Patienten durch sich selbst. Das ist die allerbeste Vorsorge. Also ist wie bei der Frau, wo man sagt, man soll die Brust abtasten eigentlich, und, oder? Viele Patienten kommen auch dann, wenn sie das getan haben, und sind verunsichert, weil sie vielleicht die anatomischen Strukturen nicht so richtig auseinanderhalten können. Und tatsächlich tastet man dann den Hoden auch ab und macht unter Umständen auch eine Ultraschalluntersuchung des Hodens. Ihr alle drei werdet am Donnerstag im Lindberg sein zum Thema Männerkrebs. Ich will noch ganz kurz von jedem Einzelnen wissen, was er dort für ein Thema wird behandeln. Aber jetzt natürlich nicht schon gerade den ganzen Vortrag, sondern nur relativ kurz. Und dann würde ich gerne von Ihnen mal noch wissen, ob Sie an so einer Veranstaltung im Vorfeld einmal gewesen sind. Bitte schön, Herr Lahoda, über was reden Sie dort? Ja, über die Wiederherstellungschirurgie. Also alles, was möglich ist an Form und Funktion.
Funktion wiederherzustellen. Und das eben an Beispielen, was wir zum Beispiel noch nicht genannt haben, ist der Brustkrebs beim Mann. Das gibt es auch. Gibt's das ist auch, ist etwas, was man vielleicht ansprechen sollte. 40 Männer in der Schweiz pro Jahr erkranken an Brustkrebs. Und die Behandlung ist sehr vergleichbar mit dem weiblichen Brustkrebs, auch von der, vom Ziel von eventuell Operation oder Bestrahlung oder. Und es dreht sich halt um die Wiederherstellungschirurgie anhand der männlichen Tumore, anhand dessen, was beim Mann möglich ist. Frau Baumann, was wird man von Ihnen erfahren? Ich würde so ein bisschen mehr über Therapiemöglichkeiten reden. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Therapien mit Antihormonen, es gibt Therapien mit Chemotherapie, es gibt modernere Strahlenbehandlungsmöglichkeiten. Das ist so ein bisschen mein Feld. Ich würde ganz gerne noch einen kurzen Zusatz machen zum Hodenkarzinom, wenn ich darf, das dünkt mich wichtig. Das Hodenkarzinom ist immer ein ganz grosser Prozentsatz heilbar. Und es ist darum ganz wichtig, dass Männer schnell gehen. Es ist anders als bei der Prostata, wo es einmal nicht so tragisch ist, wenn man einmal noch ein halbes Jahr wartet oder den PSH noch mal kontrolliert. Beim Hoden ist das anders. Und das dünkt mir wichtig, dass das die Leute auch verstehen und dann nicht denken, ja, jetzt habe ich da etwas, jetzt warte ich mal ab. So typisch mannenmässig halt, oder? Noch ganz kurz inhaltlich, was darf man von Ihnen erwarten am Donnerstag? Also mein Thema wäre Prostatakrebs mit Früherkennung, Diagnostik und Therapiemöglichkeiten. Haben Sie sich im Vorfeld mal so informiert, in so einem Rahmen, wie jetzt hier angeboten wird im Lindberg? Ganz kurz zum Schluss. Nein, habe ich nie gemacht. Ist aber auch grundsätzlich in den Medien gar nicht so vertreten gewesen, oder? Ich habe das nicht gesehen. Aber ich werde jetzt an dieser Veranstaltung teilnehmen. Und ich finde das eine gute Sache auf jeden Fall. Ich finde es super, dass Sie heute mitgekommen sind und von Ihren Erfahrungen erzählt haben. Grosser Respekt, danke vielmals, dass Sie das gemacht haben. Auch euch drüne, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch alles Gute für die Veranstaltung vom Donnerstag. Männerkrebs, Thema vom heutigen Tag. Wir haben es also gehört, untersuchen, selber untersuchen und bei Beschwerden eben vielleicht lieber mal früher wie erst spät den Arzt aufsuchen. Danke fürs Interesse, wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend. Auf Wiedersehen. Der Top-Tag ist Ihnen präsentiert worden vom Festsaal im Hotel Banana City Winterthur. Die geeignete Location für Ihren Traumtag, aber auch für Geburtstag und Events.